Die aktuelle Krise ist gerade für Eltern mit kleinen Kindern echter Stress. Hier erhalten Sie viele hilfreiche Tipps. Mama und Papa sind plötzlich im Homeoffice. Oma und Opa dürfen nicht besucht werden. Der Kindergarten ist geschlossen, deshalb müssen sich die Eltern in Vollzeit selber um die Kinder kümmern. Leider können kleine Kinder die neuen Regeln oft nicht verstehen. Es ist verständlich, dass die Eltern dann auch manchmal genervt sind. Lassen Sie aber keine unnötige Panik aufkommen. Wenn Sie selbst panisch auf die Situation reagieren, spürt Ihr Kind das ganz genau. So bekommt es nur unnötig Angst. Versuchen Sie möglichst Ruhe zu bewahren. Ihr Tonfall sollte stets freundlich und warmherzig bleiben, besonders Ihren Kindern gegenüber. Mit einfachen Beispielen können Sie auch kleinen Kindern die aktuelle Situation erklären. Wenn Kinder verstehen, was passiert, werden sie sich auch besser an die Regeln halten. Es gibt im Internet gute Erklärvideos für Kinder zum Thema Corona. Erklären Sie Ihrem Kind interaktiv, wie Corona sich verbreitet. Das geht gut mit Kuscheltieren. Das macht es für die Kleinen greifbarer. Eine der größten Herausforderungen ist es, die Kinder zu beschäftigen. Wenn Sie selber zudem im Homeoffice arbeiten, haben Sie nur wenig Zeit, sich mit den Kindern zu befassen. Deshalb haben wir einige Ideen für Sie, wie sich die lieben Kleinen selber drinnen beschäftigen können. Frühsport mit den Kindern, geben Sie Spielaufgaben, Hölle bauen mit Decken und Kissen. Hörbücher anhören, Geschichte als Tonaufnahme mit Ihrem Mobiltelefon aufnehmen, zum späteren Abspielen, basteln lassen, Selbstbeschäftigung mit interaktiven Büchern, Haustieren oder Spielrobotern. Spielszenarien ausdenken, zum Beispiel Kinder könnten ihre kranken Kuscheltiere behandeln, sie haben mehrere Kinder, wie wäre es mit einer Kinderparty? Trotz der Ausgangsbeschränkung können die Kinder im eigenen Garten spielen. Nur eben unter Beachtung der Regeln. Verabreden Sie sich nicht mit anderen Kindern oder Eltern zum Spielen. Schwieriger wird es bei großen Gemeinschaftsgärten, wo viele Mieter Zugang haben. Hier müssen Sie sehr gut aufpassen und den Kontakt zu anderen vermeiden. Halten Sie sich bei anderen dringend an die Abstandsregel von 1,5 Metern und die Hygieneregeln. Machen Sie sich mit Ihren Kindern einen klaren Tagesplan. Am besten planen Sie mit den Kindern zusammen. Legen Sie Zeiträume fest, wo Sie konzentriert arbeiten und ungestört sein müssen. Und planen Sie die Zeiträume, wo Sie ganz für die Kleinen da sind. Das hilft Ihnen beiden.